fiducia di Demme Sardella. Vai a vedere i telefoni, mi a fare il telefono, adesso che Sardella. Yeah, vite Vasella. Sai che non è Vasella, anzi scrivere quel Vasella, hai se vede il telefono up now. Servo cinde, Sardella, metes. Ah, Salmonella. Ah, Salmonella. C'ho anche il gran code. Sardella. Ah, Herbordella. Uè, perché ci che spuff, eh? Sardella. La schedina. Ah, è Cartonella. E schifo, stai. Ode ci sia il Sardello. Guarda che più schifo che no, ode, Sardello. Ode. Dai, Sardella. Sardella, io sa che mi vedi fischi, vai si da Aludösti, vai si delle schöne Schmucken Aludösti, vai si mit dem cleveren Dreiferschlüssel, vai si mit dem Schlüsselklug, vai si nicht tue, die wo in zwei Sechserreihen so drinnen liegen, vai si in dem grusigen, fettigen, stinkenden Öl drinnen, vai si, der Sardella, vai si, die wo auf der Pizza niemand will, ausser mir Italiani, oder? Der Sardella, so heisse ich Sardella, der sagt, ah, grüezi Herr Forella. Nein, Sardella, wie der Fisch. Am Schluss kommst du den Brief über, der heißt Grüezi Regi. Ragazzi, es ist immer das Gleiche, oder? Ich meine, wir Italiener von Anfang an schon mit den Namen haben sie es buff. Wir haben schon eine Krise mit den Namen, oder? Wenn du schon auf die Welt kommst, kommst du eine Krise über, oder? Das ist die Geburt, Heimgeburt in Italien, oder? C'è la nonna, c'è la zia, c'è l'altra zia. Die Mami ist natürlich auch dort, ist normal, wenn du auf die Welt kommst, oder? Der Papi ist auch noch da, oder? Kommst du auf die Welt, oder? Ziehen sie dich raus und sagen sie, ein Maschietto! Weißt du, den Nabelschnur gesehen haben, sie ist ein Bübeli! Da sagt der Großmutter, Schemo, oder? Sonst musst du den Nabelschnur abschneiden, oder? Das ist der Nabelschnur, oder? Der schneidet den Nabelschnur ab, der Vater sagt, hey, nach einer Minute ist es Meiteli, oder? Schon wieder ein Klapp von der Nonna, oder? Schau besser an, oder? Es ist gleich, es ist ein Maschietto. Ragazzi, so ist, das sind die Krisen für uns ganz klar. Meine, das ist ganz normal. Wir haben, die Krise ist wie ein Motto in Italien, aber das ist ganz normal. Meine, wenn es ein anderer Berlusconi wäre. Und nicht nur ein ist zum dritten Mal. Ragazzi, la crisi è normale, qui in Italia la crisi è sempre normale. Weißt du, è nicht so wie in anderen Ländern. In Frankreich, oder zum Beispiel Napoleon Sarkozy, weißt du, oder? Der kleine Franzose, weißt du, oder? Napoleon Sarkozy. Der ganz kleine Franzose, der hat eine riesige Ehekrise gehabt daheim, der hat sich getrennt von seiner Frau, hat die nackte Bruni geheiratet, oder? Weißt du, ja? Die nackte Bruni da, oder? Die geheiratet hat, der hat das Beste gemacht aus der Krise. Wird er überall eingeladen, haben wir auch schon gemerkt, nicht wegen oder? Weil er muss dann die Schuhe legen, sonst sehen wir ihn gar nicht, oder? Wegen sie, oder? Und was machen die Franzosen? Der Franzose hat noch Freude geschrieben, ah, l'amour, l'amour, c'est comme toujours. In Italia Berlusconi, oder, va a mettere un 18-jährige da in Sportel Maici, oder? Die Italiener interessiert das gar nicht, oder? Ma die sagen, ah, geile Sieg, oder? Ich würde es auch so machen, wenn ich Präsident wäre, oder? Ist es so, oder? Aber in der Schweiz, das war ein Skandal, oder? In der Schweiz funktioniert das nicht. Muss ich mir vorstellen, in der Schweiz, ein Mitglied von der Regierung, oder? Nehmen wir zum Beispiel, ah, Evelyn Wittmer-Schlumpf. Weißt du, die mit den geklopften Sicherungen, oder? Weißt du, ja? Ja, ja, weißt du, ja? Schärtige Augen, oder? Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, oder? Wenn du die Augen siehst, hast du das Gefühl, die raucht das ganze Gras muss konfiszieren, oder? Sicher, oder? Ich meine, stell dir mal vor, die hat eine Ehekrise daheim, die würde sich da trennen von ihrem Mann und würde ohne den Bündner Biopuri oder Renzo Blumentopf oder wie heißt der? Renzo Blumenkohl oder Blumenthal. Da der Mr. Schweiz, Ex-Mister, weißt du, der Biopuri, der Biogras anbaut. Oder, hat quasi Gras mit hohem THC-Gehalt aufgebaut und sie raucht. Oder? Hey, das wird im Blick. 3 Wochen lang sättige Schlagzeilen machen, oder? Die Tochter von Papa Schlumpf mit dem Blumentopf und Schlumpfine trifft sie jetzt hier mit einem Biopur. Weißt du, das wäre ein Skandal, oder? In Frankreich sagen sie, hey, l'amour, l'amour, c'est comme toujours.
in Italia sai che ma chi se ne frega, tanto Berlusconi fa quello che vuole, chissà che deve Berlusconi ma il suo viso va servotto. Ragazzi, mi muoviamo in lungo la sua macchina, questa crisi, mi muoviamo in spesso la questa crisi, la crisi è stata un bevaltico, no? Da sai che immer, un de crisi, das ist ganz normal, wir haben gesehen, was in den letzten 10 Tagen passiert ist mit der Krise, oder? Wo ist jetzt noch hinter, oder? Huffen Schweizer in den letzten 10 Tagen Krise nicht bekommen, oder? Wegen der Wuzela. Haben gesehen, der Wuzela, weißt du, oder? Andrea schon fast den Zug erschienen, oder? Zwei Tage kein Wuvuzela gehört, der fast schon langsam mal vertreiben, oder? Was stimmt nicht mit mir, oder? Irgendetwas fehlt mir, oder? Es gibt Leute, die nehmen das schon auf CD, oder? Damit sie nach der WM Wuvuzela können lassen, oder? Weil du kannst kein normales Fußballmatch mehr schauen, nachher der Ronny Wuvuzela, oder? Ganz ehrlich. Ich habe schon gesehen, wo der U17-Nationalmannschaft in Nigeria unten, weißt du, der U17, weißt du, wer der U17, oder? Die 17 Ausländer, weißt du, wer die, oder? Ja, darum heisst du U17, oder? Ja! Weißt du, es sind die Strassenkinder von der Schweiz, jetzt hier zusammengenommen, oder? Alle Segundos und Terzos und alle die. Ich habe gemeint, das ist der FC Hemmenbruck, oder? Nein, die haben dort unten gespielt, in Nigeria und im Oktober oder November, oder? 24 Millionen Motten sind rumgeflogen, oder? Das Finale war dort gesehen, 35.000 Schwarze, nicht alle, oder alle. Da ich dachte, der Fernseher ist kaputt. Weil ich habe noch nie erlebt, ich habe den Ton abgeschaut, und dachte, was ist das, was ist irgendwo Hummel ist warm oben? Habe ich wieder eingeschaut, wie. Ich habe auf einen anderen Kanal geschaut, das war schön leislich. Oder ich habe schon gemeint, ich müsste einen neuen Fernseher kaufen. Weißt? Ich habe schon Angst, weißt, ich habe noch einen von den altmodischen. Früher hat es den Fernseher gegeben, weißt, die dicken Fernseher, weißt, die Röhrenfernseher. Oder? Früher waren ja der Fernseher dick und die Leute sind dünn. Oder? Gehen heute irgendwo in den Discounter, die Fernseher sind so dünn und die Leute, die sie kaufen, so dick. Oder? Ist das so? Oder? Die Zeiten ändern einfach. Oder? Dann haben die gespielt, wo sie sehen. Da ich den Kopf ins Totze. Was ist das? Bin eingeschlafen, oder? Ich dachte, stell dir mal vor, der Ottmarlige Hitzigfeld geht an der WM abend, oder? Der Trainer von der Nationalmannschaft, oder? Und all die Schwarzen mit dem Mut, die können gar nicht sich konzentrieren in Tunnel, oder? Das funktioniert gar nicht, oder? Ich habe schon geträumt, der Schweizer ist im Halbfinale gegen Südafrika, oder? An der WM, alles Bumuzela, sie haben Penalty schießen auf der Verlängerung, wie an der letzten WM, weißt du, an der letzten WM? Gegen Ukraine haben sie gespielt, in der Achtelsfinale, oder? Weißt du, oder? In der Achtelsfinale haben sie Penaltyliga schießen gemacht, oder? Und ganz ehrlich, ich habe meinen Kollegen gesagt, das sind die Schweizer, weißt du, die treffen jeden Penalty, oder? Die haben Guglielmo Telka früher, oder? Weißt du, Guglielmo Telka, der mit der armen Brust, oder? Weißt du, wenn er, oder? Mit der armen Brust, der hat mit der armen Brust von 60 Schritten, das sind gemessen 80 Meter, hat er seinem Buben Walterli so einen Bosskopf vom Kopf abgeschossen, oder? 20 cm Durchmesser. Voll getroffen, oder? Ich dachte, ey, Penalty schießen, weißt du? Von 11 Metern auf einen 7 Meter Goal, oder? Der Schweizer möchte jeder rein, oder? Was ist passiert? Zuerst ist der Streller angelaufen, oder? Der ist über seine eigene Zunge gestolpert, oder? Und die anderen zwei haben auch gerade verschossen, oder? Ich bin 2 Jahre nicht auf Italien, aber in Ferien, oder? Die haben mich alle ausgelacht. Ja, Guglielmo Tell, Guglielmo Tell, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ist es so, ist es so. Dann habe ich gedacht, die haben schon wieder Penalty schießen und die haben sich nicht konzentrieren können. Ich bin schweißbadend aufgewacht. Dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht der Wuvuzela, das ist der Abwart mit dem Laubblöser drum. Ist es so, weißt du, am Samstag am Morgen um 7:30, oder? Verstehst du, am Samstag am Morgen um 7:30. Die fangen schon im Frühling an, wenn sie die ersten Blätter haben, wenn sie das Gefühl haben, es sind die letzten vom letzten Herbst, oder? Ich habe einen Abwart gesehen, der ist mit dem Laubblöser an Baumann gegangen. Hat fertig gelaubt, oder?
Ragazzi, che tanto ti nam doch die verdammte Schisse Laubblöser auf Südafrika haben, oder? Da können die Dritten Afrikaner Konkurrenz machen mit diesen Laubblöser. Ist doch wahr, mein Natscher, mein Seel. Das geht gar nicht. Und was macht die Schweizer? Sie sagen, ja, wir machen einen Wuvuzela-Filter. Haben Sie gemerkt, auf dem Schweizer hast du plötzlich nicht so gut gehört, Wuvuzela, oder? Das ist für mich der Unwort vom Jahr, Wuvuzela-Filter, oder? Das wäre, wie wenn du einem alpinen Skirenner einen Glockenfilter machst, oder? Man ist normal, wenn der Schweizer gut macht, blum, 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 blum. Hast du das Gefühl, das interessiert den Afrikaner, oder? Das ist dem Schiessig gleich, die so mal blum, blum. Der singt noch mit, oder? Wie beim Schweizer Match, hat keiner den Match geschaut, der ist auf der Rang, oder? Alle am Tanzen und Singen, und was der Schweiz macht, hat er niemand interessiert. Auch schon von den Afrikanern hat es niemand interessiert. Das sind die Krisen, Wuvuzela, oder? Wuvuzela, das geht's gar nicht. Das sind die richtigen Krisen, oder? Apropos von Krisen, viele Leute sagen, ja, früher ist alles besser. Früher ist alles besser gewesen, oder? Ich sage nicht, dass früher alles besser gewesen ist. Minisport. Aquarocchetta. Ja, in Italien machen Minisport. Weißt du, wenn irgendwo ein Spielunterbruch ist oder von der Reklame, dann mache ich jetzt schnell Reklame. So, nein, früher sagen, die Leute sagen immer, früher ist alles besser gewesen. Ich sage, früher ist nicht alles besser gewesen, es ist einfach anders gewesen. Ja, zum Beispiel der Schutbölle, oder? Ich meine, das ist früher eine Schutbölle gesehen, oder? Da ist aus Leder gesehen, da ist zusammengeknallt gesehen, oder? Ein Kind unter 15 hat eine Bölle gehabt, oder? Und da ist der Chef vom Quartier gesehen, oder? Ganz ehrlich gesagt, oder? Jeden ist der, der abholen, oder? Weil der hat eine Bölle gehabt, oder? Und wie, wenn der hat müssen früher reingehen, oder? Hey, lass die Bölle da, wir wollen noch weiter shooten, oder? Ich muss jetzt essen, oder? Das ist der Diktator vom Platz gesehen, oder? Ganz schön. Und die Schutbälle von heute jammern, sie haben Bulani. Ja, es ist Schießbälle, oder? Er fliegt so rund, oder? Ich meine, wir haben früher Eier gehabt, wenn du geprellt hast auf dem Asphalt, oder? Hast du fast eine Krise bekommen, oder? Spinnst du, der geht kaputt, oder? Kannst du sicher nicht machen, wenn es geregnet hat. Da ist 4,5 Kilo schwer geworden, oder? Da hat das ganze Wasser aufgesaugt drinnen, oder? Wenn du den Kopf genommen hast, hast du fast eine Knickstarre gehabt, oder? Ich meine, die heutigen Fußballer, oder? Schau sie an dort in der Zeitlupe, Slow Motion. Kaum hat Berami ein Hoch gemacht, kehrt schon am Boden, oder? Das ist gar nicht normal. Früher hast du den Böllen mit 4,5 Kilo an Grind bekommen, oder? Bist aufgestanden und hast weiter geschulten, oder? Man hat schon gesagt, das sind die Schutböllen von früher, oder? Heute kommst du überall in Schutböllen. Du kaufst 3 Nasstüchli-Päckchen, schenken sie dir einen Fußball, oder? Ist doch gut, gehst du auf die Bank, schenken sie dir einen Fußball. Gehst du auf die Garage, ja, man hat noch gratis Fußball, oder? Wenn ich den Keller unten aufmache, bei mir daheim, fallen 24.000 Ballen ab, oder? Das ist nicht normal, wir können halb Afrika mit Ball versorgen, oder? Das ist doch nicht. Aber früher hast du eine Schutbölle gehabt, oder? Das ist aus Leder gesehen, oder? Das ist unterschrieben von Pelé, oder? Original von Pelé unterschrieben, oder? Niemand mehr weiß, wer Pelé ist von den Jungen heute, aber ich weiß noch, wer Pelé ist. Das sind die Krisen gewesen, oder? Oder der Abwart, da hat die Krise nicht mehr in den 70er Jahren, wenn man zettige Schutbölle an Garage-Tour reingeschultet hat, oder? Weißt du noch? Padapom! Padapom! Zwischendrin hat es wieder so ein Schnäckchen gekommen, das rausgefallen ist, oder? Und umso mehr Nackerli, umso besser es zutet, oder? Die Leute haben früher nicht gern gehabt, oder? Die haben gesagt, ist es gut, dürfen nicht zutet und überhaupt, oder? Das ist früher gesehen, interessiert es niemand. Hauptsache sie zutet und machen sonst keinen Scheiss dran, oder?